Herr Dr. Safranski, zum 250. Geburtstag von Schiller haben Sie das Buch geschrieben Goethe und Schiller, Geschichte einer Freundschaft. Wann sind die beiden sich denn das erste Mal begegnet? Schiller war noch Student und Goethe mit seinem Herzog kommt im Ende 1779 in Stuttgart vorbei auf Besuch und eine Preisverleihung. Und da steht nun Goethe mit dem Württemberger Herzog und seinem Weimarer Herzog. Und der Student Schiller nimmt einen Preis entgegen, muss niederknien, und wir können uns vorstellen, dass er von schräg unten nach oben guckt zu Goethe. Da ist Goethe der Berühmte, der den Herzog begleitet. Und Schiller ist noch keiner, noch niemand. Das war die erste Begegnung. Jetzt hat ja Goethe zu dem Zeitpunkt schon den Götz geschrieben und den Werther und war ja schon renommiert und als Genie bekannt. Wie konnte denn das überhaupt geschehen, dass Schiller als Freund aufgenommen wurde von Goethe? Schiller, ein Mann mit großem Ehrgeiz und überzeugt auch von seinem Talent, nimmt es sich richtig vor, auf Augenhöhe mit Goethe zu kommen, sehr bald. Ja. Und Goethe nun seinerseits merkt, besonders als er dann aus Italien zurückkommt, merkt, hoppla, da ist ein neues Genie auf der Bühne, ja? Alle reden über Schiller. Und dem Goethe war das im ersten Moment eher unangenehm. Nicht, dass er neidisch war. Goethe hatte kein Talent zum Neid. Aber es war ihm unangenehm, weil ihm dieser Schiller zu sehr als eine Verkörperung seiner eigenen Sturm- und Drangphase erschien, die er inzwischen überwunden zu haben glaubte. Und diese Wiederbegegnung mit einem Stück eigener Vergangenheit, die war störend für ihn. Deswegen ging er erstmal auf Reserve. Vielleicht kann man da einen ganz kurzen Exkurs machen. Wie unterschieden sich denn Goethe und Schiller von ihren Denkansätzen? Schiller war ein Poet der Freiheit und Goethe der Natur. Schiller war als sehr früh kranker Mensch, ja, war er davon überzeugt, er muss gegen sich selbst, gegen seine Natur kämpfen. Auch gegen den eigenen Körper. Dein Körper ist dein Attentäter. Das war eigentlich sein Gefühl, ja. Und Goethe mit seiner Liebe zur Natur, zum Wachsenlassen, ja, hat ein ganz anderes Naturverhältnis. Und daraus kommt schon das Zweite. Schiller war schnell. Goethe war langsam. Schiller, man hat den Eindruck, Schiller spürte, dass die Uhr tickt, dass seine Lebenszeit befristet ist. Goethe hatte Zeit. Ich glaube, er spürte das auch. Und so war, und das ist das Dritte, so war Schiller jemand, der aufs Machen setzte, auch aufs schnelle Machen, auf das energische Machen. Schiller war ein Genie des Willens. Und Goethe hatte Gelassenheit. Er ließ die Dinge wachsen. Er hatte einen ganz anderen Lebensrhythmus. Es ist eine Freundschaft immer auch die wechselseitige Beziehung aus Geben und Nehmen. Wie war das bei den beiden? Was haben die sich gegeben gegenseitig? Ja, zum Glück haben sie das sehr deutlich ausgesprochen. Da brauchen wir gar keine Verdachtspsychologie zu betreiben. Der Goethe sagte, der Schiller ist mein Bewusstseinsspiegel. In der Klarheit seiner Erkenntnisse erkenne ich mich und erkenne ich auch mein Werk. Goethe schrieb mal an Schiller, als Schiller diese wunderbaren Briefe über den eben entstehenden Roman Wilhelm Meister von Goethe an Goethe geschrieben hatte, da schrieb Goethe, fahren Sie fort, mich mit meinem Werk bekannt zu machen. Ja. Und der Schiller wiederum lernte von Goethe, ja, man könnte sagen, das Zutrauen zu den unbewussten Kräften. Wer wäre denn heute Ihr bester Freund, Goethe oder Schiller? Für mich? Also, ich will mal so sagen, den Schiller glaube ich noch etwas besser zu kennen als Goethe. Ja? Und deswegen bin ich eigentlich fast noch mehr neugierig auf Goethe. Herr Dr. Safranski, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.